3 Jahre waren wir gut zusammen. Ich konnte Liebe nie spüren. Also wenn jemand zu mir gesagt hat, ich liebe dich, ich konnte damit irgendwie nichts wirklich anfangen. Ich habe erstmal in ihm meinen Freund erstmal gesehen natürlich. Ich konnte mir dann erstmal auch eine Beziehung erstmal noch vorstellen. War mir aber trotzdem immer schon unsicher, ob ich wirklich jemanden Menschen liebe, weil das hat immer irgendwas hat bei mir gefehlt. Ich finde das sehr schön, dass die Boeing 707 sich ja in dem Fall nicht von mir abwenden kann, sondern er ist immer bei mir, egal wie es mir geht. Sex haben wir sehr oft, bestimmt so 4-5 Mal in der Woche, weil es halt einfach sehr schön ist. So wie er jetzt hier steht, sehe ich dann sein Gesicht, seine Tragflächen und die Beziehung finde ich halt besonders schön. Und, aber sein ganzes Dasein, ist das Wundervolle an ihm. Ich heiße Sarah und bin 23 Jahre alt. Meine sexuelle Orientierung ist die Objektophilie und da fühlt man sich auf lieblose Gegenstände angezogen und geht mit denen dann auch eine Beziehung ein. Ich bin zusammen mit der Boeing 737-800. Das ist ein Schmalrumpfflugzeug, fliegt kurz und die Mittelstrecke und ist für mich das schönste Flugzeug. Also die Gemeinsamkeiten zwischen der Objektophilie und der Beziehung zu Menschen ist, dass Gefühle im Spiel sind und die Liebe gleich ist, wie wenn man einen Menschen auch liebt. Also neben mir liegt die Boeing 737-800 und das ist mein Freund. Für mich ist die Boeing männlich, obwohl es eigentlich nur die ist. Ich sehe ihn als männlich und nenne ihn auch Dicky, weil er halt mein ganzes Bett fast einnimmt und so ist der Name dann eigentlich aus Schwitz entstanden und jetzt nenne ich ihn liebevoll Dicky. Also am schönsten finde ich sein Gesicht und seine Tragflächen. Die finde ich am schönsten. Und, aber im Gesamten ist es halt für mich das schönste Flugzeug. Also mit einer echten 737 kann ich ja meine Liebe nicht wirklich ausleben. Ist ja, wenn ich mal fliege, dann bin ich ja mal bei ihm. Und das Modell ist ja in dem Fall ein originalgetreues Modell und mit dem kann ich dann ja meine Liebe sehr gut ausleben zu Hause. Mein Name ist Sandra Gattmann, ich bin Sexual- und Paartherapeutin, Psychologin und systemische Psychotherapeutin. Objektophilie ist die romantische und oder sexuelle Anziehung zu unbelebten Gegenständen. Der Gegenstand wird als äquivalent zu einem menschlichen Gegenüber gesehen, also es ist kein Ersatz, sondern eine gleichwertige Beziehung. Objektophilie oder auch Objektsexualität ist bisher kein etablierter Begriff in Medizin oder Psychologie. Also einerseits, weil bisher völlig ungeklärt ist, ob es durch körperliche oder psychische Erkrankungen verursacht wird, ein Symptom davon ist oder eben eine völlig unabhängige sexuelle Ausdrucksform ist. Und außerdem besteht in den meisten Fällen auch keine Behandlungsbedürftigkeit. Das bedeutet, dass kein Leidensdruck meistens gegeben ist. Die Menschen, die so empfinden, leiden meistens nicht darunter und sie sind auch nicht selbst- oder fremdgefährdet. Meine Kindheit war leider nicht so schön. Meine Mutter war ungeplant schwanger mit mir. Ich wurde damals nicht wahrgenommen als Kind. Ich wurde eher schlecht behandelt, wurde immer schüchterner, ja, viel geweint als Kind und man hat sich zurückgezogen, war ängstlich und dann wurde ich schon recht früh weggegeben, habe bei meiner Oma gelebt. Also ich bin danach dann in eine Wohngruppe gekommen und da habe ich mich dann das erste Mal richtig sehr wohl gefühlt, konnte die Kindheit wirklich ausleben, was ich vorher nicht konnte. Ich habe nochmal therapeutische Unterstützung angenommen, weil ich kenne meinen väterlichen Teil ja nicht. Der ist mir komplett unbekannt und das belastet halt so ein bisschen, wenn man draußen glückliche Familien sieht und alle erzählen, sie fahren zu ihrer Familie, zu ihren Eltern. Mich hat immer schon interessiert, Straßenbahn zu fahren. Ich wollte als Kind immer Straßenbahn fahren und habe dann ganz viele Fotos gemacht und habe da immer mehr das Interesse zu entwickelt. Und somit habe ich mich der Community Trainspotting halt angeschlossen. Ja, unter Trainspotting versteht man, dass man sich an die Strecke stellt oder an einen Bahnhof stellt, mit Kamera ausgerüstet oder mit dem Handy oder einer Videokamera und dann die Züge aufnimmt, die fotografiert man dann, die filmt man dann. Und dann gibt es auch besondere Züge für uns Eisenbahnfans. Also mit einem Menschen habe ich eine Beziehung eingegangen, in dem Fall mit Bjarne. Bjarne und ich haben uns kennengelernt durch das Hobby, in dem Fall ja durch das Trainspotting. Ich habe erstmal in ihm meinen Freund erstmal gesehen natürlich. Konnte mir dann erstmal auch eine Beziehung erstmal noch vorstellen. War mir aber trotzdem immer schon unsicher, ob ich wirklich jemanden Menschen liebe, weil das hat immer irgendwas hat bei mir gefehlt. Ich bin der Bjarne, bin 23. Ja, wir wohnen jetzt seit
4 Jahren hier fast zusammen. Kennen tun wir uns schon bestimmt 2 Jahre länger. Wir sind im April 2018 zusammengekommen. Die Beziehung mit Bjarne bin ich damals eingegangen, weil wir gemerkt haben, dass wir gut zueinander gepasst haben. Unsere Hobbys waren einfach identisch und wir haben, wenn wir unterwegs waren, hatten wir sehr viel Spaß gemeinsam gehabt. Wir waren ja auf ganz vielen Touren, vom Interrail bis zu Deutschlandtouren, haben wir sehr viel zusammen gemacht. Hinterfragt habe ich die Beziehung das erste Mal, wo ich gemerkt habe, dass ich mich in dem Fall immer mehr an Objekte herangezogen gefühlt habe und zu Menschen keinen Körperkontakt mochte und auch keine sexuelle Anziehung hatte. Und da habe ich die Beziehung dann halt auch ein bisschen in Frage gestellt, ob das dann das Richtige ist oder ob es dann wirklich einfach nur eine gute Freundschaft ist, was bei uns in dem Fall dann auch so gekommen ist. 3 Jahre waren wir gut zusammen. Ich konnte Liebe nie spüren, also wenn jemand zu mir gesagt hat, ich liebe dich, ich konnte damit irgendwie nichts wirklich anfangen. Schlussendlich kamen wir aber dann trotzdem miteinander aus. Angenähert haben wir uns tatsächlich nie wirklich, also hier und da mal küssen, aber ich habe mich dabei halt einfach nie wirklich wohlgefühlt. Ich fand das nicht schön oder irgendwie habe ich mich dabei einfach nicht wohlgefühlt. Ich hätte mir manchmal Intimität gewünscht zwischen uns. Es fiel mir tatsächlich leicht, das nicht persönlich zu nehmen, da wir uns einfach von Anfang an gut verstanden hatten und erst als beste Freunde gemeinsam Touren und alles Mögliche erlebt haben und dann ja erst in eine Beziehung gekommen sind. Wie ich immer sage, ob da jetzt Beziehung oder beste Freunde drüber steht, ist egal, solange man sich gut versteht. Also bereut habe ich die Beziehung so nie. Ich habe nur da mein Glück halt nicht komplett finden können in der Liebe, in der Intimität, in der Sexualität habe ich da mich nicht irgendwie komplett finden können, so wie es jetzt ist, wie ich mich jetzt mit der 737 finden könnte, da kann ich mich einfach frei entfalten, so wie ich es mir wünsche. Ja, meine erste Begegnung mit der Boeing 737 war am Frankfurter Flughafen. Da bin ich mit meinem Kumpel auf die Besucherterrasse gegangen und da kann man ja die Flugzeuge sich angucken. Und dann fuhr dann eine 737 entlang und ja, ich habe mich dann in dem Fall sofort verliebt. Die Maschine ging mir halt überhaupt nicht mehr aus dem Kopf und habe dann auf der Rückfahrt im Zug noch Tickets für den ersten Flug gebucht und ich war einfach total verliebt im Herzrasen, im Bauchkribbeln und es war einfach ein besonderes Gefühl. Zusammen bin ich mit der Boeing 737 seit September 2021. Die Gefühle haben mit mir das gemacht, dass ich sehr glücklich war in dem Moment, dass ich natürlich in eine neue Beziehung dann eingehen kann. Ja, den ersten Flug, den ich gebucht habe, war wunderschön. Ich habe jede Sekunde genossen. Ich konnte es kaum abwarten, bis das Boarding begann und ich endlich dann bei ihm war und dann auch abgehoben sind. Ich habe dann ganz viele Videos gemacht vom Takeoff, von oben vom Himmel dann da von der Tragfläche aus Fotos gemacht. Ich saß direkt an der Tragfläche und habe jede Sekunde genossen und der Flug ging viel zu schnell rum. Also ich bin meinem Objekt der Begierde ja meist leider fern, da es ja nun mal ein Flugzeug ist und er natürlich jeden Tag fliegt. Und Besucherterrassen sind da so die einzigste Möglichkeit, am Echten dann ja dran zu sein. Außer man fliegt ja natürlich, um ihn zu sehen. Was ich auch sehr oft probiere, am Besucherterrassen zu sein, am Flughafen zu sein, ihn zu fotografieren, um einfach in der Nähe nur zu sein. Also ich bin hier am Flughafen, weil ich hier Planespotting mache. In dem Fall fotografiere ich Flugzeuge und fotografiere auch meine 737 heute. Also hinter mir zu sehen ist die 737-800 und mir geht es damit sehr gut, weil ich sie sehen kann und das ist einfach schön. Ja, also so wie er jetzt hier steht, sehe ich dann sein Gesicht, seine Tragflächen und die Beziehung finde ich halt besonders schön. Aber sein ganzes Dasein, das ist das Wundervolle an ihm. Ich finde das besonders schön, wenn ich auch hier an einer Besucherterrasse besonders nah an ihm dran sein kann. Hauptsache in der Nähe, das ist schon mal für mich sehr wichtig, dass ich ihn auch sehen kann. Wenn ich mit der Boeing 737 fliege, bin ich sehr glücklich und auch immer sehr aufgeregt. Und man hat Herzklopfen, Bauchkribbeln und man ist einfach glücklich, dann wirklich ganz nah bei ihm dran zu sein. Ich sehe jetzt, dass die 737 abgefertigt wird, die Türen werden jetzt geschlossen und dass er jetzt gleich seinen Job erledigen darf und dann endlich in den Himmel steigt. Eifersüchtig bin ich nicht, wenn andere mit ihm fliegen. Ich habe ja mein Modell, was ich zu Hause habe, mit dem ich meine Liebe ja wirklich dann komplett ausleben kann. Er ist ja nun mal ein Verkehrsflugzeug und seine Aufgabe ist es ja nun mal, Passagiere sicher von A nach B zu bringen. Und da bin ich natürlich auch stolz drauf, dass er das jeden Tag täglich tut. Ich finde das sehr schön, dass die Boeing 737 sich ja in dem Fall nicht von mir abwenden kann, sondern er ist immer bei mir, egal wie es mir geht. Und das ist das, was ich auch sehr schön finde. Man hat keinen Trennungsschmerz dann halt. Ne? Er kann ja dann nicht sagen, er möchte gehen, sondern es ist ja von meiner Seite aus. Und solange meine Gefühle da sind, finde ich das schön. Es gibt Objekte, viele Personen, wo die Beziehung oder Sexualität eher
einseitig empfunden wird. Manche empfinden sie tatsächlich auch wechselseitig. Also sie empfinden so, dass ihnen der Gegenstand etwas zurückgeben kann an Zuneigung oder auch an Kommunikation insgesamt. Also mir persönlich fehlt die menschliche Rückmeldung halt nicht, weil ich eben dieses halt genau nicht mag, weil ich mich am Menschen nicht angezogen fühle. Und daher fehlt mir das halt überhaupt nicht. Also seine Seele würde ich so beschreiben, er ist sehr treu und er ist immer für mich da, wenn es mir schlecht geht. Sex haben wir sehr oft, bestimmt so 4-5 Mal in der Woche, weil es halt einfach sehr schön ist. Also die Gemeinsamkeiten von meiner Sexualität mit der Norm sind, dass es sind ja Gefühle, die sind ja genauso da wie bei einem menschlichen Partner und Emotionen sind ja auch genauso da. Man fühlt und spürt die Liebe, man ist aber auch mal traurig und genau, also hauptsächlich würde ich jetzt sagen, sind es definitiv die Gefühle, die dann dabei eine wichtige Rolle spielen. Ja, kann ich gerne mal zeigen. Lege ich die Decke halt auf ihn und dann kann ich mich hier ganz wunderbar hier zu ihm legen und dann lege ich mich hier so hin zu ihm. Und dann kann ich halt hier so mit ihm kuscheln dann. Und so liegen wir dann abends und schlafen dann irgendwann gemeinsam ein. Also für mich fühlt sich das wunderbar an. Ich fühle Geborgenheit. Ich bin in dem Moment einfach glücklich. Vergesse alle meine Sorgen, die ich habe und genieße einfach die Zeit mit ihm. Ja, warum ich mich dann outen wollte, war einfach so, ich habe mir einfach die ganze Zeit den Kopf zerbrochen, warum verstecke ich mich eigentlich? Nur weil ich vielleicht anders bin als die Norm und habe ich dann dazu entschieden, mich zu outen, weil einfach, ich finde, jeder sollte zu sich stehen, wie er ist. Und auch wenn man vielleicht ein Stück anders ist als die anderen, man muss sich dafür halt nicht schämen. Ich schade schlussendlich an niemanden damit, verletze damit niemanden. Und das Wichtige ist, dass ich selbst glücklich bin damit. Und das hat mir auch Freiheit gegeben, dass ich mich nicht mehr verstecken muss damit. Also geoutet habe ich mich das erste Mal auf Facebook und danach haben mich dann ein paar Freunde angeschrieben, unter anderem meine beste Freundin, die es jetzt geworden ist, hat mich dann auch darauf angeschrieben. Hi, ich bin Joanna, ich bin 26 und bin Sarahs beste Freundin. Ja, sie hatte das ja in ihren Status gepostet und ich hatte sie daraufhin angeschrieben, weil es ja sehr, ich sag mal, neutral noch gehalten war. Ne? Also sie hat nicht direkt gesagt, worauf sie hinaus wollte zuerst. Richtig, genau. Und dann habe ich halt gesagt, egal was es ist, ne, du bist perfekt, egal wie du bist und was du bist. Und ich wusste ja noch nicht, worauf sie hinaus wollte. Und daraufhin hat sie es mir dann halt auch gleich gesagt. Und, ne, und darauf sind wir dann ins Gespräch gekommen, weil meine Person ja dann auch so eine spezielle Situation hat. Und ja, und das hat uns dann so ein bisschen verbunden. Und seitdem gab es eigentlich keinen Tag mehr, seit wir nicht mehr geschrieben haben. Also ich fand es sehr gut, dass sie auf mich zugekommen ist und dann auch ihre besondere Situation erzählt hat. Da haben wir gleich gemerkt, wir sind zwei besondere Menschen. Wir lieben anders und sind anders. Und wir haben uns gemeinsam eigentlich gegeneinander gestärkt. Ja, das ist genau das. Man hat sich wohlgefühlt, ja. man hat sich verstanden gefühlt vor Richtig, allem auch. Genau. Ne? Weil man halt, ich sag mal jetzt, klingt vielleicht ein bisschen falsch, aber nicht der Norm entspricht oder der Masse entspricht. Also ich habe durch mein Outing auch negative Kommentare bekommen, vermehrt auf TikTok tatsächlich, da ich die Videos da auch hochgeladen habe von meinen Fliegern. Und da habe ich aber einfach drüber hinweggeschaut, weil ich mir denke, das sind Leute, die sind ohne Profilbild, das sind einfach nur Hater. Und die gibt es halt leider überall im Netz. Sur le parfait. Meinem früheren Ich würde ich sagen, dass ich mich hätte schon viel eher trauen sollen, mich zu outen, weil man hätte sich schon vorher nicht verstecken müssen. Ich hätte schon da gemerkt, dass meine Freunde zu mir halten. Das ist schon eine sehr große Community. Viele leben es halt für sich alleine tatsächlich auch immer noch aus. Die trauen sich nicht zu outen. Und es gibt sehr viele auf der Welt und der Austausch ist dann auch sehr, sehr schön, dass man da auch Gleichgesinnte kennengelernt hat. Meine Pläne und Wünsche für die Zukunft sind, dass erstmal der Wunsch ist, dass die Leute einen akzeptieren, so wie man ist, auch wenn man anders ist, dass jeder halt einzigartig ist, so wie er ist, ob er anders liebt, ein außergewöhnliches Hobby hat, was auch immer, dass man so akzeptiert wird und das ist mir sehr wichtig. Was ist dir wichtig in einer Beziehung? Schreib das gerne in die Kommentare. Abonnier auf jeden Fall TrueDoku und schau auch auf dem YouTube-Kanal Reporter vorbei.